Dazu das fantastisch neu aufgebaute Auto von Lili Club mit Dirk Zander am Steuer. Es geht munter los in der PS-Hölle. Start Nummer 11. Zurückgefallen und die Blue Tanks, die fliegen hier über die Türschwelle. Abgeschlagen unterwegs, Audi 424 und das BMW Racing Team mit Problemen. Und es geht rein in die letzte Runde und Robert Schild ist immer noch vor Daniel Holz und Daniel Holz immer noch hinten dran. Robert Schild immer noch der Einzige, vielleicht sogar noch was überwunden. Hier in dieser letzten Runde wird es noch einmal richtig interessant. Der Lili Club ist noch in Lauerstellung auf Position 3. Grammatikur in der 80 PS Klasse. Die Blue Tanks unter sich und Robert Schulz hängt hinter ihm überrunden, aber es reicht. Robert Schulz auf 1, Daniel Holz auf der 2, der Lili Club auf der 3 über die Ziellinie. Der vierte Platz für die Startnummer rund 915.